Eieieiei, das geht ja wie am Fließband hier. Warum fange ich das Video so an? Und zwar, weil es schon mein zweites Video heute ist. Das ist nichts Besonderes. Im Gegenteil, ich habe auch schon mal drei gemacht. Ja, immerhin, ne? Das Ding ist nur, ich war jetzt 2 Wochen nicht mehr da, aufgrund von Umzug, von einem Umzug und von Renovierungsarbeiten. Jetzt bin ich aber wieder da und bin heute sehr hektisch, wie man vielleicht jetzt schon meiner sehr schnellen Vokalisierung entnehmen kann. Das Wort gibt es nicht, also meine Aussprache. Ich versuche nämlich jetzt ganz, ganz viel, ganz, ganz schnell nachzuholen und habe selber auch noch sehr viel hier zu tun. Aber da ich euch ja alle so mag und ihr mich hoffentlich auch, werde ich jetzt erstmal, und das ist hier das zweite, zwei Videos für euch machen. Das andere Video, hier sieht man hier unten schon die ganze Zeit was Lustiges eingeblendet, ist ein Making-of auf Wunsch vieler, was ich aber sowieso irgendwann gemacht hätte, nur jetzt vorverlegt habe. Ein Making-of von einem Song, zu dem es auch ein Video gibt. Ihr könnt hier draufklicken und euch das Making-of angucken. Und wenn ihr auf dem Making-of seid, ist wieder ein Bild eingeblendet. Wenn ihr auf das Bild klickt, dann könnt ihr euch das Video zum Making-of ansehen. Alles klar? Klickt einfach mal durch, dann wisst ihr schon, ach, das hat er gemeint, wo der vorhin so komisch schnell geredet hat. Und so albern. Naja, jetzt werden wir aber mal wieder ein bisschen seriöser hier. Was mache ich denn in diesem Video? Ich sag mal herzlich willkommen zum 29., nee, 28. Video aus der Reihe Fruity Loops von A bis Z. Ja, was zeige ich euch heute? Diesen Satz sagte ich glaube ich schon. Und zwar zeige ich euch heute ein VST aus dem Hause Image 9 Fruity Loops. Und zwar handelt es sich hierbei um Morphine. Ne? Kennt man vielleicht, wenn man in der Medizin tätig ist. Aber das ist hiermit nicht gemeint. Das ist lediglich der Name von diesem VST-Plugin, VST-Plugin. Okay. Wie bei jedem VST kommt jetzt so ein Standardsatz von mir. Ihr seht, hier sind viele, viele lustige Regulatoren und hier auch noch ein bisschen was zum Regulieren und hier unten auch mehr als genug. Zum Teil müsste oder könnte euch das schon bekannt vorkommen, wie hier so ein Equalizer, wer extern nochmal seine Beats oder Vocals oder was auch immer abmischt. Der kennt sich mit diesem Equalizer ganz bestimmt aus. Dann haben wir hier die gängigen Sachen nochmal. Die dürften eigentlich auch jedem bekannt vorkommen. Zumindest vom Namen, auch wenn man damit noch nicht so viel gespielt hat. Hier will ich jetzt nicht sagen, dürfte auch oder müsste auch jeder kennen, aber man hat es vielleicht schon mal gesehen. So, hier wird es aber dann etwas individueller. Ne? Die Einstellung des VST selber. Hier unten haben wir nochmal was. Und hier haben wir nochmal was. Es fängt bei No Name an, man kann also auch selber Sounds erstellen. Jetzt habe ich gesagt, das und das haben wir alles. Dazu erfahrt ihr aber mehr in einem anderen Tutorial, welches es aber noch nicht gibt, da ich erstmal viel, viel vorstelle und viel, viel für Anfänger mache oder etwas Fortgeschrittene, aber für die Profis, ich will mich nicht als einer darstellen, aber ich sage mal, für die, die meine Videos gucken und sagen, das weiß ich doch alles schon, für die kommt auch noch was. Und dann geht es dann auch vielleicht irgendwann mal oder mit Sicherheit irgendwann mal los, weil man lernt ja immer dazu, dass man sich dann auch gegenseitig hilft. Es dauert aber noch. Aber ich denke schon, dass ich da auch Fortgeschrittenen Leuten teilweise noch sagen kann, ah, das ist ja klasse, der hat gesagt hat, das wusste ich ja noch gar nicht. Ne? Okay, aber das werden wir ja dann sehen, wenn es soweit ist. Hören wir uns erstmal, wie gewohnt, ein paar der angebotenen Sounds hier an. Ich kann schon mal vorwegnehmen, für mich ist es so ein Soundtrack-Filmscore VST. Sehr schön. Auch gut für Fans von Jean-Michel Jarre, Depeche Mode, weil hier auch ziemlich, ja, sehr spezielle VSTs, Sounds zu finden sind. Aber wir hören einfach mal rein. Tja, ich höre es gerade im Hintergrund. Das Fenster ist offen. Ist das nicht klasse? So. Sollen uns aber jetzt nicht stören. Ich ändere mal die Sicht, so kennt ihr das wahrscheinlich bei euch. Ich spiele es jetzt mit der Maus ein. Hab zwar ein Keyboard, wie ihr meinen Studiofotos entnehmen könnt, aber so ist es für jeden nochmal überschaubarer, weil man einfach nicht voraussetzen will, dass jeder eins besitzt. So, jetzt kann man hier stundenlang, na gut, nicht stundenlang, oder doch eigentlich schon, warum sage ich euch gleich, rumklicken und sich die Sounds anhören. Ohne zu wissen, was erwartet mich da wohl als nächstes. Aber mit einem einfachen Klick hier drauf, einer kurzen Ladezeit, erscheint dieses Bild. Jetzt seht ihr, wir sind momentan in dem Pad-Bereich. Pads kennt man, denke ich mal, aus jedem Genre. Das sind ja für mich immer so Hintergrundtöne oder auch für ein Intro oder für eine Bridge oder was auch immer. Klicken wir mal dies auch an.
Ja, das kommt schon eher so auf dieser Jean-Michel Jarre-Basis, die ich angesprochen hatte. Gut, Pads haben wir hier zu Genüge, wie man sieht. Und die können wir ja mal schließen. Also Atmosphäre, Pads und Atmo, ja, wie schon gesagt, für den Hintergrund. Keyboards, brauche ich nicht viel zu sagen, dürfte jedem bekannt sein. Strings, Leads und so weiter und so fort. Um Zeit zu sparen, werde ich jetzt nicht alles durchhören. Da komme ich am Ende des Videos zu. Und wer mich kennt oder meine Videos, der weiß, dass ich am Ende immer noch ein paar Sounds zeige. Es kann gut sein, dass ich ganz alleine, ganz traurig euch die Sounds zeige. Es kann aber auch sein, dass ihr alle noch dabei seid. Aber das weiß ich nicht. Dennoch werde ich sie zeigen. Dieselbe Funktion wie bei einem anderen VST, welches ich vorgestellt hatte. Um alle zu sehen, welche ich vorgestellt habe, einfach auf meinen Channel klicken. Und die Playlists sind für euch super übersichtlich, so finde ich zumindest, geordnet. Dass ihr sehen könnt, aha, Tutorials, Musikvideos, Beats und so weiter und so fort. Und irgendwo steht dann auch Studio Equipment, Tipps und Tricks. So, und da findet ihr das nicht drin, denn dies ist in der allerersten Playlist Fruity Loops von A bis Z. Ach, wie immer diese Werbung in diesen Videos, sollte man echt mal rausschneiden. Okay. So, jetzt haben wir hier dieselben Unterkategorien, die wir oben schon gefunden haben. Nur wir sehen hier, downloaded, also bereits runtergeladen auf meinem PC oder wo auch immer und online. Das heißt, die kann man, sofern man Fruity Loops und dieses dazugehörige VST original und ehrlich und legal erworben hat, runterladen. Das heißt, man kann erweitern. Wenn ihr das einmal runtergeladen habt, sagt nicht so, jetzt habe ich ja alle. Immer mal wieder checken und updaten, weil ImageLine ist ja auch immer kräftig für euch oder für uns alle am Arbeiten und bringt neue Sounds raus. So sollte es zumindest sein und ist es bis jetzt auch immer gewesen. Gut, hoppala, ich entschuldige mich für diesen ungünstigen Schnitt in diesem Video, aber ich will euch jetzt diesen ganzen Login-Prozess ersparen, denn ich war, wie schon erwähnt, länger nicht mehr zu Hause und somit auch noch nicht irgendwo im Internet aktiv. Dieses Video mache ich ja auch nicht online, das lade ich nur gleich hoch. Oh Gott, klinge ich schon wieder sarkastisch und krebetzig und zickig. Ja, ich bin halt ein bisschen im Stress, wie erwähnt. Dieser Login-Prozess, der sollte euch erspart bleiben. Ich hatte gesagt, man kann noch weitere runterladen, da waren wir stehen geblieben. Kein Problem, wer das machen will und denkt sich, hey, wieso zeigt er das jetzt nicht? Das funktioniert genauso wie in dem anderen Video, welches ich jetzt hier einblinken lasse. Da könnt ihr einfach sehen, wie ich da die Erweiterung, Upgrades und so immer runtergeladen habe. Es tut mir leid. So, ich höre jetzt auch lieber an dieser Stelle auf. Ich habe euch hier ein paar Sounds gezeigt, beziehungsweise ich höre jetzt auf zu reden. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Sounds, werde diese wahrscheinlich kommentieren. Vergiss es. So, ich zeige euch jetzt die Sounds. Im Pad-Bereich waren wir jetzt drin. Und gehen mal in den String-Bereich. Wir waren jetzt im Keyboard-Bereich, danach immer noch bei Online. So, jetzt mal wieder alles sammeln hier und zurück zum Video. Keyboards. Hören wir uns doch mal an, was es da hier zu bieten gibt. Klassische Kirchenorgeln. Boah, ich lache mich schon selber aus, ganz ehrlich. So. Ja, ich sag mal ein bisschen, na, 90er-Style. 80er würde ich nicht sagen. Kann man auf jeden Fall was Lustiges draus machen. Ja, wird mir auf jeden Fall schon schön was einfallen. Wie gesagt, das ist hier schon ein speziellerer Bereich. Also für Trance, Hip-Hop ist dieses VST jetzt nicht so geeignet. Also schon 80er-Bereich, Synthie-Pop und ja, ne, wie gesagt, etwas Spezielleres schon. Wobei man das auch nicht so manifestieren kann. Also es ist auf jeden Fall auch, ja, es ist eigentlich schon im Endeffekt dann wiederum für jeden Bereich. Also einfach letzten Kommentar vergessen, ignorieren und denken, dummes Geschwätz, abgehakt. Na, ja, leichter chinesischer Style, kann man auf jeden Fall cool was machen. Mal hier im hohen Bereich ist ganz cool, so Snoop Dogg. 50 Cent, so die Richtung, ne? Meint ihr nicht? Ich meine schon. Na, ist so eine Eminem-Gitarre, die sind meist im Hintergrund zu finden. Okay, Strings, Leads, ja gut, Führungen, so, schon wieder ein Schnitt. Ich habe keine Ahnung, wieso. Nee, ich bin nicht gereizt. Mein Gott, nee. Ich sage, heute läuft hier alles drunter und drüber. Leads. Ja, hören wir uns doch mal ein Lied an, beziehungsweise versuchen es.
Ja, das finde ich zum Beispiel gut. Vielleicht gefällt einem jetzt nicht der Sound, aber ist halt sehr speziell. Und wenn man sowas für den Hintergrund verwendet, das soll jetzt nicht unbedingt die Hauptmelodie sein oder der Hauptton, der die Melodie dann später, welchen die Melodie dann später beinhaltet. Aber wenn man sowas als Unterstützung noch bringt, dann kommt der Song viel individueller rüber und natürlich auch viel auffälliger dann. Aber da müsst ihr selber gucken, wie ihr das alles zusammenmischt. Das sind meist echt die kleinen Dinge, die entscheiden. Gut, dann haben wir noch weitere Dinge. Ich würde mal sagen, ich will jetzt hier auch nicht alles zeigen. Ihr klickt euch da einfach mal durch. Ne? Noch ein paar Bugs und Choruses. Choruses? Chöre. Ne? Nehmen wir mal das deutsche Wort. Also etwas menschlich klingende Synthes. Ne? Könnt ihr dann hier noch hören? Gut. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, einfach in die Kommentarbox, die unterm Video dafür vorhergesehen ist, posten. Wenn es Beschwerden gibt, dass ich mein Video heute sehr schlecht gemacht habe, ich weiß es selber, tut mir auch leid. Wenn es noch Tipps gibt oder sonstiges, einfach alles posten. Wer einfach nur sagen will, das Video war schlecht, kann es unten schreiben. Wer sagen will, das Video war gut, kann es unten schreiben. Wer sagt, ich habe das Video überhaupt nicht gesehen und wollte nur einen Kommentar geben, der darf das auch unten schreiben. Und natürlich das Däumchen nach oben und bitte nicht nach unten. Ich danke euch. Also bis zum nächsten Video. Und tschüss.